Kaum Namen in der amerikanischen Geschichte erzeugen so viel Abscheu wie der Name Ted Bundy. Im Laufe der 1970er Jahre terrorisierte Bundy mehrere Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten und verübte mindestens 30 Morde. Er wurde endgültig festgenommen, nachdem ein grausamer Mord den Bundesstaat Florida schockierte. Ein Mord, der ihn direkt in den elektrischen Stuhl führte. Kimberly Leach wurde am 28. Oktober 1965 in Lake City, Florida, geboren. Im Jahr 1978 war Kimberly eine 12-jährige Schülerin der 7. Klasse an der Lake City Junior High School, wo sie eine 1er-Schülerin und die Zweitplatzierte beim Valentinstag-Queen-Wettbewerb war. Kimberly befand sich in einer aufregenden Phase ihres Lebens. Sie hatte gerade ihren ersten Freund bekommen und ein brandneues Kleid ausgesucht, das ihre Mutter für einen bevorstehenden Schulball kaufen würde. Am Morgen des 9. Februar 1978 kam Kimberly pünktlich an der Lake City Junior High School an. Kurz vor 9 Uhr verließ sie ihre erste Unterrichtsstunde, um ihre Handtasche abzuholen, die sie versehentlich in ihrem Klassenzimmer vergessen hatte. Kimberly fand ihre Handtasche und machte sich bei strömendem Regen auf den Weg zurück zu ihrem Klassenzimmer. Kimberly kam jedoch nie in der Klasse an. An diesem Nachmittag wurden Kimberlys Eltern, Thomas und Freda Leach, besorgt, als sie nach der Schule nicht nach Hause kam. Sie riefen jeden an, den sie kannten, aber niemand konnte sich an Kimberly erinnern. Als sie erfuhren, dass Kimberly in ihrer ersten Unterrichtsstunde gewesen war, aber nie zurückgekehrt war, verwandelte sich ihre Besorgnis in Angst. Sie riefen sofort die Polizei an, um ihre verschwundene Tochter zu melden. Der Polizeichef von Lake City, Paul Philpott, sagte den Medien, dass er glaube, dass Kimberly weggelaufen sei. Doch diese Behauptung wurde von Thomas und Freda zurückgewiesen, die darauf bestanden, dass Kimberly nicht weggelaufen sein konnte. Auch Kimberlys Freundin Sherry Roberts McKinley stimmte dem zu. Sie sagte: "Wir wussten, dass etwas nicht stimmte. Kim war kein Mädchen, das den Unterricht schwänzte oder den Schulhof verließ. Ich meine, wir waren 12 und sie war sehr schüchtern." Ihre Behauptungen wurden gestärkt, als am Nachmittag ein Augenzeuge vorbrachte, dass er Kimberly kurz nach 9 Uhr außerhalb der Schule zu einem weißen Auto gerufen sah. Wenige Augenblicke später war Kimberly verschwunden und das Auto raste davon. Zur Zeit von Kimberlys Verschwinden untersuchten Ermittler in Tallahassee bereits einen Angriff auf die Chi Omega Studentenverbindung, der sich 3 Wochen zuvor ereignet hatte. Bei dem sinnlosen Angriff kamen 2 Frauen ums Leben und 3 wurden schwer verletzt. Bevor die Ermittler in Tallahassee überhaupt von Kimberlys Verschwinden erfahren hatten, hatten sie bereits von einem versuchten Entführungsfall in Jacksonville gehört, rund 60 Meilen östlich von Lake City. Am 8. Februar, dem Tag vor Kimberlys Verschwinden, wurde die 14-jährige Leslie Ann Parmenter von einem nervös aussehenden Mann in einem weißen Dodge-Van vor ihrer Schule angesprochen. Er behauptete, ein Feuerwehrbeamter zu sein und versuchte, ein Gespräch mit Leslie zu beginnen. Wenige Augenblicke später fuhr Leslies Bruder Danny vor, um sie abzuholen, und der Mann fuhr schnell davon. Leslie und ihr Bruder waren misstrauisch und notierten sich das Kennzeichen des weißen Dodge, 13D1100. Leslie und Danny lieferten eine detaillierte Beschreibung des Mannes und eine Phantombildskizze wurde angefertigt. Diese Skizze wurde dann an Ermittler in Tallahassee geschickt, die den Angriff auf die Chi Omega Studentenverbindung untersuchten. Sie erkannten die Skizze sofort als den Hauptverdächtigen in den Morden, Ted Bundy. Zu dieser Zeit war Bundy flüchtig aus Colorado, wo er wegen des Mordes an Karen Campbell vor Gericht gestanden hatte. Er war bereits wegen der Entführung einer Frau namens Carol Daronche in Salt Lake City verurteilt worden. Die Ermittler spekulierten nun, dass Bundy Kimberly entführt und versucht hatte, Leslie zu entführen. Eine landesweite Fahndung wurde nach ihm eingeleitet und er wurde auf der FBI-Liste der 10 meistgesuchten Verbrecher geführt. Er galt bereits als Verdächtiger in mehr als einem Dutzend Morden in Colorado, Utah, Washington, Oregon und Kalifornien. Dies zeigte, dass es höchste Eile gebot, um Kimberly lebend zu finden. 6 Tage später wurde Ted Bundy festgenommen, als er ein gestohlenes Fahrzeug in Pensacola fuhr. Im Inneren seines Fahrzeugs stießen die Ermittler auf mehrere Kreditkarten.
und bei deren Analyse stellte sich heraus, dass Bundy am 8. Februar in Jacksonville Benzin gekauft hatte. Das an ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen 13D11A300 geliefert wurde. Weitere in dem Fahrzeug gefundene Kreditkarten enthüllten, dass Bundy am Abend vor Kimberlys Verschwinden Essen und ein Zimmer im Lake City Holiday Inn bezahlt hatte, das nur 3 Meilen von ihrer Schule entfernt lag. Den Angestellten zufolge hatten sie Bundy in der Hotelbar am Abend des 8. Februar gesehen. Bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr war er verschwunden und bis zum nächsten Morgen um 9 Uhr war auch Kimberly verschwunden. Noch belastender für Bundys Fall wurde ein weiteres mit ihm in Verbindung gebrachtes Fahrzeug entdeckt. Der weiße Dodge. Darin fanden forensische Experten 2 große Blutspuren, die mit Kimberly übereinstimmten, sowie Faserspuren, die zu ihrer Handtasche passten. Die Expertenanalyse des Bodens und der Blätter, die außerhalb und innerhalb des Fahrzeugs gefunden wurden, legte nahe, dass sie von feuchtem Flussuferland stammten, wie es entlang des Suwannee River vorkommt. Wochenlang durchkämmten Polizeibeamte und freiwillige Helfer die flachen Wälder und Felder, Städte und Kreuzungen im nördlichen Florida. Tatsächlich war es die größte Suche dieser Art in der Geschichte Floridas. Die Suchtrupps hatten sich auf 4 verschiedene Landkreise verteilt, was einer Fläche von fast 2000 Quadratmeilen entsprach. Ihr Fokus lag auf dem Suwannee River State Park, nördlich der Interstate 10. In der Zwischenzeit saß Bundy hinter Gittern. Er sprach mit Detective Norman Chapman von der Polizei Pensacola, der zu Bundy sagte: "Ted, wenn du mir sagst, wo sich der Körper von Kimberly Leach befindet, werde ich ihn holen und den Eltern mitteilen, dass das Kind tot ist." Bundy antwortete unheimlich: "Das kann ich nicht tun, weil der Ort zu schrecklich ist, um ihn anzusehen." Die Suchtrupps hatten wochenlang im Suwannee River State Park gesucht. Sie waren zu Fuß, zu Pferd, mit Allradfahrzeugen, Hubschraubern und Flugzeugen unterwegs. Taucher wurden hinzugezogen, um den Fluss abzusuchen, und es wurden sogar fortschrittliche Infrarot- und Stereofotografie eingesetzt. Am 7. April setzte sich die Suche im Suwannee River State Park fort. Kurz nach dem Mittagessen bildete der Florida Highway Patrol Trooper Kenneth Woodrue Robinson eine Suchgruppe, die an einem Sinkloch begann und sich weiter in den Wald ausbreitete. Die Suchtrupps hatten etwa 15 Minuten lang Zentimeter für Zentimeter abgesucht, als Trooper Robinson eine Blechhütte bemerkte, die von einem Drahtzaun umgeben war. Es sah für ihn aus wie ein verlassenes Schweinegehege mit einem kleinen Blechdach. Trooper Robinson näherte sich der Struktur und spähte hinein. Das erste, was er sah, war ein Tennisschuh, dann ein Pullover. Dann entdeckte er einen freiliegenden Knochen. Trooper Robinson trat einen Schritt zurück und rief Verstärkung. Das Gebiet wurde mit Absperrband abgesperrt, während Dr. Paul Lipkowitsch, der Gerichtsmediziner in Jacksonville, den düsteren Tatort betrat. In dem Schweinegehege fand er den leblosen Körper von Kimberly. Sie war nackt, nur mit einem Pullover bekleidet. Ihre Blue Jeans und andere Kleidungsstücke waren neben ihrem Körper aufgehäuft. Der Körper befand sich in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung, aber sie wurde anhand von Zahnunterlagen als Kimberly identifiziert. Sie hatte gewaltsame Todesursache im Halsbereich erlitten. Kimberlys Beerdigung fand am 12. April statt. Hunderte von Trauergästen, darunter Kims Klassenkameraden, betraten die Parkview Baptist Church. Kims mit Blumen geschmückter Sarg stand vorne. Der Gottesdienst wurde von Reverend J.R. Haidt geleitet, der sagte: "Jesus wird eure Tränen abwischen und Gott wird euch Kraft geben." Er fuhr fort und sagte zu Kims Freunden und Familie: "Kim kannte Jesus persönlich und war in seiner Gegenwart." Etwa 35 Trooper des Florida Highway Patrol nahmen an der Beerdigung teil. Sie hatten vergeblich nach Kimberly gesucht und waren bestürzt darüber, dass sie nicht retten konnten. Kimberly wurde dann auf dem Memorial Cemetery beerdigt. Bevor Bundy wegen Kimberlys Mordes vor Gericht stand, wurde er wegen der Morde an Margaret Bowman und Liza Levy, von der Chi Omega Sorority sowie wegen des versuchten Mordes an Kathy Kleiner, Karen Chandler und Cheryl Thomas vor Gericht gestellt. Er wurde verurteilt und zum Tode verurteilt. 6 Monate später stand er vor Gericht wegen des Mordes an Kimberly Leach. Der Prozess wurde auf Antrag der Verteidigung von Lake City nach Live Oak verlegt,
die geltend machte, dass Bundy kein faires Verfahren bekommen könne. Er wurde erneut für schuldig befunden und erhielt erneut die Todesstrafe. Nach den Verurteilungen gestand Bundy mindestens 35 Morde, die er zwischen 1974 und 1978 begangen hatte. Auf die Frage, ob die Zahl korrekt sei, antwortete er kryptisch, füge eine weitere Ziffer hinzu. Eines der Opfer, zu deren Mord Bundy gestand, war Kimberly Leach. Er erzählte FBI Special Agent Bill Hagmeier, dass er nach einer Lehrerin oder Mutter gesucht hatte, die ihr Kind zur Schule bringt, um es zu entführen und zu töten, dann aber Kimberly alleine sah. Im Januar 1989 näherte sich Bundys Hinrichtungstermin. Generalmajor Witt äußerte sich gegenüber der Tampa Bay Times: Wir haben nie vergessen. Wenn er weg ist, werden sich viele Leute die Hände schütteln, High Fives austauschen und all das, weil sie diesen Bastard endlich getötet haben. Das Leben in Lake City veränderte sich nach der Entführung und Ermordung von Kimberly Leach. Schüler, die Kimberly nie kannten, werden über Sicherheit aufgeklärt und in Buddy-Systeme eingeteilt, um sicher zur Schule zu gehen. Am 24. Januar 1989 lief die Zeit für Ted Bundy endgültig ab. Er hatte seine Hinrichtung erfolgreich verzögert, indem er weitere Details über seine Mordserie preisgab. Kurz vor 7 Uhr wurde er zum elektrischen Stuhl geführt. Seine letzten Worte richteten sich an seine Anwälte. Er sagte: Jim und Fred, grüßt meine Familie und Freunde von mir. Wenige Augenblicke später wurde der Schalter vom Henker umgelegt und 25.000 Volt durchfuhren Bundys Körper. Er wurde um 7.16 Uhr für tot erklärt. Vielen Dank, dass Sie das ganze Video verfolgt haben. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie etwas gelernt haben, tun Sie mir einen Gefallen, liken, abonnieren, kommentieren und teilen Sie es. Ich weiß, es ist nervig, dass ich das frage, aber es hilft dem Kanal wirklich und motiviert mich sehr. Wenn es ein Thema gibt, das Sie sehen oder mehr darüber erfahren möchten, hinterlassen Sie mir einen Kommentar unter diesem Video. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video.